Mein Outfit ist auf jeden Fall richtig cool. Das juckt so hart. Was seht ihr da? Ho, ho, ho. Willkommen zu einem Mami-Länder. Ja, wir sind gerade auf dem Weg zum Hautarzt, weil ich war jetzt eigentlich gerade eben schon in meinen ganzen Online-Zoom-Meetings und sowas und so. Und da habe ich immer wieder gemerkt, an so einer Stelle an meinem Rücken, da juckt es immer so und brennt es und so. Das war auch schon seit ein paar Tagen. Habe ich meine Mama mal gucken lassen da und dann waren da jetzt auch so kleine, wie sind das, so rote Bläschen gewesen. Und die jucken halt und brennen so. Ich kann mich auch gar nicht an den Sitz anlehnen, weil das total unangenehm ist. Und jetzt waren wir bei einer Hausärztin. Und die hat gesagt, ich müsste irgendein Medikament nehmen. Aber wir wollen jetzt erst nochmal bei der Hautärztin nachfragen, ob das wirklich Ringelröteln, sage ich schon, Gürtelrose ist. Ja, genau. Für alle, die nicht wissen, was Gürtelrose überhaupt ist, wenn man als Kind Windpocken hatte, was ich sehr stark hatte, kann das sein, dass sich das später halt wieder reaktiviert. Und das ist bei mir jetzt wohl eingetreten. Also das kann sich dann irgendwie reaktivieren und dann in Form von Gürtelrose wiederkommen. Aber bevor ich da jetzt ein Medikament nehme, wollen wir erstmal richtig abklären lassen, ob das jetzt überhaupt ist oder irgendein anderer Ausschlag. Ich hatte heute Morgen auch gar keine Zeit, meine Haare irgendwie zu machen. Ich habe mir schnell so eine Klammer mitgenommen. Kann ich die gleich irgendwie so hochdrehen und so. Die nerven nämlich voll. Oh, ist das ein trister Tag heute. Ist da rein, sieht heute nicht schön aus. Oh Gott, Leute, wir haben jetzt wirklich eine halbe Stunde den Parkplatz hier gesucht in Köln. Es ist immer so schwierig, irgendwas zu finden. Das Parkhaus war komplett voll besetzt. Jetzt haben wir hier irgendwo am Rand geparkt. Wir müssen jetzt noch ein Stück laufen, bis wir gleich da sind. Und bitte drückt mir mal die Daumen, dass wir gleich schnell reinkommen und nicht so lange warten müssen, wie sonst immer. Ich kann da drin jetzt nicht mit der Kamera rumlaufen, Leute. Tut mir leid. Es käme ein bisschen dumm da rüber. Aber ja, es ist wie gesagt, es ist tatsächlich Gürtelrose. Ja, aber die Hautärztin meinte jetzt, man könnte es auch ohne die Tabletten behandeln. Also zumindest versuchen. Ich soll jetzt gucken, ob es schlimmer wird. Ich habe jetzt erstmal so eine Creme bekommen, die ich dann da drauf tun muss. Und ja, ich bin sehr froh, dass ich diese Tabletten nehmen muss. Also die sind eigentlich auch noch gar nicht für Kinder zugelassen, diese Tabletten. Und keiner wusste dann die richtige Dosierung und sowas. Also es ist ein bisschen kompliziert jetzt gewesen. Ich soll mich heute einfach den ganzen Tag ein bisschen ausruhen und so und dann mal abwarten. Ja. Ich bin jetzt wieder zu Hause und musste mich erstmal etwas ausruhen von dem Schock heute Morgen. Oh ja, Gott. Wirklich, die Ärztin hat mir erst vorher so Angst gemacht, weil die irgendwie meinte, dass ich so ein Medikament dagegen nehmen müsste. Da haben wir gefragt, ob nicht so eine Salbe auch hilft. Dann meinte die, nee, 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 ich muss das Medikament nehmen. Oh, sorry. Muss man das Medikament da nehmen und sie kennt jetzt auch gar nicht mit der Dosierung jetzt aus und so. Da dachte ich schon, oh Gott, was gibt sie mir denn gleich da jetzt? Was muss ich machen? Dann sind wir zum Glück noch zur Hautärztin gefahren und die war dann ganz nett und hat mir auch gesagt, ja, wir können es erstmal ohne die Medikamente versuchen. Das war ja alles ganz kompliziert da. Und die hat mir jetzt halt eine Salbe einfach mitgegeben. Die habe ich jetzt auch mal im Rücken mal drauf getan auf der Stelle. Ich kann die euch gleich mal zeigen, wie das aussieht, damit ihr euch das irgendwann mal vorstellen könnt. Das ist auch nur an einer Seite von meinem Rücken, weil die hat gesagt, das ist auch immer nur an einer Seite vom Körper. Also man kann das, glaube ich, auch hier vorne bekommen, hier so in den Gürtelbereich. Das heißt es halt auch Gürtelrose, genau, da wo der Gürtel halt hängt. Man kann es auch an anderen Stellen noch bekommen, aber das am häufigsten. Ich zeige euch mal kurz, wie das aussieht. Seht ihr da irgendwie die weiße Stelle? Da ist halt diese Creme dran. Und da ist halt auch überall diese Gürtelrose bei mir. Die ist auch ein bisschen weiter nach da. Ich muss gleich nochmal weiter hier Creme drauf tun. Ist halt doof, dass es vom T-Shirt ein bisschen abgetubbelt wird quasi. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich nicht die Tabletten nehmen muss, weil die meinte halt auch, man müsste manchmal auch dann nachts aufstehen, wenn man die irgendwie nachts nehmen muss, sich dann Wecker stellen und so. Ich war so, was muss ich tun? Ich habe doch nur ein bisschen Ausschlag. Ja, also falls ihr was habt, geht am besten zur Hautärztin. Die kennt sich, glaube ich, am besten mit aus. Und ja, jetzt packe ich meinen Adventskalender aus. Ich bin nämlich noch gar nicht ausgepackt heute. Oh, ich bin so müde. Sorry, dass ich so lame manchmal rede heute, aber ich bin echt so erschöpft. Weil diese eine Ärztin, die hat mir so Angst gemacht, dass ich immer Schlimmes habe oder so. Ah, was ist das denn? Was ist das? Hä? Was ist das? Da steht so, das ist von Lush, aber da steht Handy. Was steht da? Handy Guru. Und da steht Once Upon a Time.
Hä? Ah, das ist cool. Das sind so Gesichtsmasken. Ah, das ist wahrscheinlich die Sorte, die hier auf dem Deckel draufsteht. Ich konnte die Schrift nicht so lesen. Ah, das sind Gesichtsmasken. Das ist ja cool. Die riechen beide sehr gut. So, lass mal gucken, was halt bei Anni drin ist. Adventskalender. So. Ah, okay, jetzt habe ich es auf. Ich muss euch mal ganz kurz hier oben draufstellen, damit man mich besser sieht. Oh, huch, da war die Tüte mal kaputt. So. Ich war übrigens jetzt nicht mal in der Videokonferenz gerade eben drin für Chemie. Das war eh nur noch 10 Minuten, die wir noch da drin hatten. Und ich bin ja eh krank gemeldet. Ah, Jogurette. Ich liebe die. Kennt ihr das? Das sind so Schokoriegel. Die haben so Erdbeere drin. Oh, die sind so lecker. Vielen Dank, Anni. Ja, lol. Mein Outfit ist auf jeden Fall richtig cool. Ja, ich habe das hier so hochgebunden, damit das hinten am Rücken auch nicht so an diese Creme essen kommt und es hat sich an diesem Ausschlag langschubbelt, weil dann tut es mich arschweh. Sorry für meinen Ausdruck. Tut mir leid, es tut weh. Ich chatte hier gerade noch ein bisschen mit meiner WhatsApp-Gruppe. So sieht das Ganze aus. Genau, und jetzt mache ich mal Müsli, weil ich habe irgendwie total Hunger. Ich hatte zwar gerade eben noch ein Kinder-Bueno gegessen, aber never mind. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich messe nur eine Banane rein. Nur, ich denke, ich müsste die grünen Bananen nehmen, weil ich habe jetzt die Auswahl zwischen braunen, sehr braunen Bananen und komplett grünen Bananen. Übrigens ist mein Juckreiz gerade sehr schlimm geworden. Es juckt so, man will daran kratzen. Aber man kann nicht kratzen, weil dann wird es schlimmer und man kratzt damit die Creme ab. Man kann das Gefühl gar nicht beschreiben, es ist so ein Jucken und so ein Brennen und so ein Kribbeln gleichzeitig. Und das ist ganz schlimm. Das ist das beste Müsli auf der Welt. Das ist zu geil. Da sind immer diese kleinen Teile noch drin, so Monde und so Sterne. Hallo? Ja, bitte? Ja, ich mache mir gerade ein Müsli. Mhm. Interessant. Guten Tag. Tschüss. Was ist das? Was ist das? Das kann ich nie essen. Okay, das ist mein Müsli jetzt hier, das esse ich jetzt und schau dabei irgendwas auf Netflix oder so, weil die Post juckt so hart. Oh, sorry an die Schauspielerin. Ich habe ein sehr unglückliches Standbild gemacht. Ja, ich kenne die Serie zwar noch nicht, aber ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich habe es mal angefangen, aber ich fand es nicht so toll, aber ich weiß nicht, was ich sonst gucken sollte. Oh Gott, so, mal anmachen hier. Yay! Okay, das Essen war sehr, sehr lecker. Die Pommes und der Burger. Papa ist noch bei McDonald's vorbeigefahren, weil er so Lust darauf hatte. Irgend so ein McDonald's Big Mac. Hat er mir Pommes mitgebracht. Boah, ich kann mich gar nicht mehr richtig in den Schuh anlegen. Mein Rücken tut so weh. Ja, oh, dieser Ausschlag, der nervt so. Man will sich die ganze Zeit kratzen, aber man darf einfach nicht, ne? Ich dachte gerade eben fast, ich müsste gleich mich am ganzen Körper kratzen, weil alles so gejuckt hat. Gut, jetzt werde ich ein paar Weihnachtskarten fertig schreiben. Mein Stiften hier, das sind so, wie schreibt man die auf? Mild Liner. Die sind ziemlich gut. Damit kann man so schöne Schriften machen. Und die probiere ich jetzt mal aus. Und jetzt gibt es noch ein Shoutout of the Day für euch. Und dann beende ich hier mal den Marveländer. Ja, es war heute etwas überraschend gekommen, dass ich auf einmal diesen Gürtel-Ding für uns hatte, diese Gürtelrose. Okay, aber heute grüße ich Lara Guell. Sie hat geschrieben, hey Mavi, ich liebe deine Videos und ich würde mich so freuen, wenn du mich einmal in deinem nächsten Mavi-Länder grüßen würdest oder mir ein Herz gibst. Hab dich ganz lieb und bleib gesund. Also liebe Lara, ganz viele Grüße gehen raus an dich und ich hoffe, du bleibst auch gesund. Ich hoffe, ihr alle bleibt gesund und wir sehen uns dann morgen wieder in einem neuen Mavi-Länder. Schaut euch immer wieder auf Instagram vorbei, da könnt ihr auch mal meine Story verfolgen. Und ja, genau. Oh, ich will nicht allein. Ich versuche es mal irgendwie zu schlafen. Ich kann anscheinend nicht auf meinem Rücken schlafen gleich. Aber ich schlafe immer auf der Seite. Manchmal drehe ich mich auf den Rücken. Das wird natürlich nicht so angenehm, aber... Wird schon! Gibt Schlimmeres! Also, gebt einen Daumen hoch dem Video. Schreibt mir gerne in die Tab, ob ihr auch schon mal Windpocken oder dieses Gürtelrose hatte. Das würde mich mal voll interessieren. Und abonniert auch sehr gerne meinen Kanal, damit ihr nichts weiteres von mir verpasst. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss!